Du willst was ändern? Mach es doch. Tja, aber ich weiß doch nicht, was. Natürlich weißt du das. Du weißt nur nicht, ob es das Richtige ist. Ich will mich nicht damit abfinden, dass es vorbei ist. Ich denke nicht, dass wir das tun sollen. Ich liebe dich. Rebecca, ich fliege morgen nach Los Angeles. Das war ein Abschied eben gerade, oder? Wenn sich Sebastian aus freien Stücken gegen sie entscheidet und für mich, dann werde ich ihn nicht wegschicken. Ich werde sie nicht leicht machen. Sie sind Tanja gegenüber jetzt im Vorteil. Sie haben Sebastians Sohn. Ich kann Ihnen nur raten, werfen Sie Ihre Skrupel über Bord. Das ist mein Sohn, mein Sohn. Ja, das war... Wir reden später. Kann ich irgendwie... Ist alles... Ich weiß es nicht. Wenn ich das gewusst hätte mit L.A. und dass es wirklich vorbei ist, ich weiß nicht, ob das dann passiert wäre. Es tut mir leid, es war, als du mich vorhin geküsst hast, das sind meine ganzen Gefühle einfach nochmal hoch. Dann hast du also doch noch Gefühle für mich. Ja, natürlich. Rebecca, ich habe mit dir die intensivste Zeit in meinem ganzen Leben verbracht. Nur durch dich weiß ich überhaupt erst, wer ich bin und... Alleine dafür werde ich dich bis zum Rest meines Lebens lieben. Warum gibst du uns da nicht noch eine Chance? Weil wir unsere Chance hatten. Dann ist dir das also wirklich ernst. Mit L.A. und mit unserer Trennung. Ich brauche diesen Neuanfang jetzt. Gut. Wenn ich keinen Platz mehr in deinem Leben habe, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als... dir alles Gute zu wünschen. Ja. Lass es mich erklären. Was willst du erklären? Es ist einfach so passiert. Ach, das ist doch keine Erklärung, Sebastian. Lass mich doch wenigstens ausreden. Ich weiß gar nicht, ob ich es hören will. Ich habe Frieda eingeladen, hier auf dem Schloss zu wohnen. Ich habe akzeptiert, dass sie bleibt, als es ihr besser ging, deinetwegen. Weil ich gehofft hatte, dass du zu mir stehst und dir sicher bist. Das bin ich doch auch. Das sah gerade irgendwie anders aus. Wir haben uns ein Ultraschallbild angesehen. Zusammen. Und das... Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe mich von irgendwas mitreißen lassen. Das wird ein Junge. Aber es ist doch jetzt ganz egal. Ist es das wirklich? Ja. Du und Emma, ihr seid meine Familie. Daran hat sich nichts geändert. Tanja, bitte lass uns das Ganze noch weiter. Ich habe dir versprochen, durchzuhalten und auf dich zu warten. Ich schaffe das. Ich könnte mit Frieda unter einem Dach leben, aber ich kann nicht. Was soll das heißen? Willst du mich verlassen? Nein. Nein, das will ich nicht, aber ich will, dass du dich entscheidest.
Entweder Frieda geht oder ich. Na, ihr zwei? Hey. Und na, du einer? Guck mal, was Papa für eine Überraschung hat. Na, was sagst du jetzt? Was immer das ist, Tommy scheint sprachlos zu sein. Kein Wunder. Schließlich fängt für ihn ein neues Leben an. Du sprichst in Rätseln. Die Kita, in der wir Tommy angemeldet haben, hat angerufen. Es ist überraschend ein Platz frei geworden. Schon im nächsten Monat kann Tommy dorthin. Ist das nicht großartig? Da können Sie sich voll auf Ihren Führerschein konzentrieren. Ja. Aber wenn ich das überstürze, dann falle ich am Ende noch durch. Ach was? Das machen Sie doch mit links. Und apropos Linksverkehr. Da können Sie gleich abdüsen nach Irland. Ja, der Wagen ist doch noch gar nicht fertig repariert. Ach, da rufe ich Andi an die Pfeife. Muss mir mal ein bisschen Gas geben. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen jetzt ja auch nichts überstürzen. Na ja, doch. Also im Frühjahr ist es in Irland am schönsten. Sie können es ja gar nicht erwarten, mich los zu sein. Gut, dann bin ich mal weg. Ich gehe Windeln kaufen für Tommy. Was ist denn jetzt los? Ich dachte, sie freut sich. Ist doch super. Also damit verdienst du jetzt dein Geld? Einfach an so Zeitungen rumblättern? Das ist natürlich nur ein Teil meiner Arbeit als Trendscout. Aber es gehört dazu, ja. Cool, das würde ich auch noch hinkriegen. Ja, man muss einfach den richtigen Blick haben. Es geht ja nicht ums Blättern. Entschuldigung, aber könnt ihr mal bitte eure Klappe halten? Entschuldigung, aber ich muss mich einfach nur konzentrieren. Entschuldigung. Ich würde dich auch gar nicht lange stören. Es ist nur, weißt du, ob Tanja im Haus ist? Ich glaube nicht. Warum? Ich wollte nur meinen Urlaubsantrag geben. Wie, willst du Urlaub nehmen? Ja, wegen L.A. habe ich dir doch erklärt. Ich dachte, du willst da länger bleiben und da arbeiten. Naja, aber bevor ich alle Zelte abbreche, da muss ich schon gucken, wie sich das da alles so entwickelt und was ich überhaupt für Möglichkeiten habe. Und Marlene? Ich finde, du solltest eine klare Entscheidung treffen. Ich kann das nicht mehr mit diesem Hin und Her. Ich verstehe, dass du einen Schlussstrich ziehen und eine neue Perspektive suchen willst, aber dann bleib auch dabei. Was willst du mir damit sagen? Ich denke, es ist das Beste, wenn du LCL ganz den Rücken kehrst und wenn du kündigst. Stammhalter. Glückwunsch, Sebastian. Wir alle sollten uns bei Frieda bedanken. Apropos, wo ist sie eigentlich? Ist die Mutter deines Kindes etwa unpässlich? Falls du übrigens mit deinen diversen Familien überfordert bist, ein Wort von dir genügt und ich übernehme sofort wieder die Geschäftsführung. Wie ist es eigentlich, Sebastian? Hast du schon entschieden, wer dein Stellvertreter werden wird? Was denn, machen Sie sich etwa Hoffnung? Es gibt weniger kompetente Kandidaten als mich. Das sehe ich genauso. Und du tust gut daran, wenn du dir keine Hoffnung machst. Keine Sorge. Als Nummer zwei stehe ich ohnehin nicht zur Verfügung. Über eine Doppelspitze könnten wir allerdings nachdenken. Und mit Doppelbesetzungen kennst du dich doch aus. Ansgar, du langweilst uns. Hallo?
Oma noch nicht zurück? Die wollte nur schnell Windeln holen. Vielleicht muss sie das Ganze erstmal in Ruhe sacken lassen. Natürlich war es von vornherein klar, dass ich nur vorübergehend auf Tommy aufpasse. Aber Herr Wolf kann es anscheinend gar nicht abwarten, dass ich endlich verschwinde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bist du dir sicher, dass du da nicht irgendwas in den falschen Hals gekriegt hast? Hast nicht mitgekriegt, wie er sich ins Zeug gelegt hat. Er hat sogar bei Andi Druck gemacht, damit der Campingbus schneller fertig wird und ich möglichst schnell nach Irland verdufte. Ja, aber wahrscheinlich nur, weil er dir eine Freude machen will. Kann es sein, dass du nicht nur traurig bist, weil du deinen Job früher als geplant beenden musst? Ja, natürlich werde ich die Wolfs auch vermissen. Die Wolfs oder eine? Er wird mich nicht vermissen. Das hat er mir ganz deutlich gezeigt und wahrscheinlich ist es auch besser so. Kann ich mir diesen Quatsch leicht aus dem Kopf schlagen. Ich habe wirklich geglaubt, Frau Schumann kann es gar nicht mehr abwarten, ihren großen Traum wahr werden zu lassen und nach Irland zu reisen. Aber daran, dass der Kita-Platz auch ihre Kündigung bedeutet, daran habe ich gar nicht gedacht. Zuerst war es ja auch so, dass der Job hier nur so eine Abwechslung von ihrem Alltagstrott war. Naja. Seitdem sie sich von ihrem Mann getrennt hat, ist sie natürlich auf das Gehalt angewiesen. Deswegen hat sie so bedrückt reagiert. Ich bin vielleicht ein Holzkopf. Ich bin mir sicher, ihr findet eine Lösung für alle Beteiligten. Naja, hör mal, ist ja wohl klar, dass ich Frau Schumann nicht im Regen stehen lasse. Allerdings, eine Frau mit ihren Qualitäten, die wird sicherlich einen guten neuen Job finden. Dann fang schon mal an, das beste Zeugnis der Welt zu schreiben. Na, sowieso. Aber ich glaube, ich habe noch eine bessere Idee. Frau Linse, Sie haben ja schon den Menüplan für 2 Wochen fertig. Das ist ja großartig. Aber ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wir brauchen endlich wieder eine Hausdame. Ja, ich werde sehen, dass ich so schnell wie möglich jemanden finde. Müssen Sie sich nur noch um die Küche kümmern. Das wäre wirklich super. Danke. Ja, bitte. Herr Wolf, was kann ich für Sie tun? Ich wollte nicht stören. Ja. Kevin Arnstein. Hallo. Jetzt habe ich gerade gehört, Sie suchen eine Hausdame? Ja, ja, ja. Ach. Haben Sie schon etliche beworben, aber es war leider noch nicht die richtige dabei. Vielleicht wüsste ich das sogar jemanden. Huh? Ja, hat jetzt allerdings noch nicht in so einem großen Haus gearbeitet, aber sehr gute Erfahrungen als Haushälterin und ist sehr patent, sehr flexibel. Oh, das muss ja eine ganz besondere Person sein, wenn Sie so ins Schwärmen geraten. Alles gut für dich. Ich liebe deine Spitzenbemerkung. Ist da jemand etwas angepiekst? Was willst du? Dich mit einem leckeren Kaffee für deinen unermüdlichen Einsatz und deine hinreißenden Designs belohnen. Außerdem wollte ich noch mal checken, ob alle Departments für die Abläufe vor und während der Präsentation gebrieft sind. Muss das jetzt sein? Ja, der Countdown läuft, vor allem für die Pressestelle und den Empfang. Ich kann mir vorstellen, dass Marlene schon knietief in Anfragen steht. Mit ihr müssen wir auf jeden Fall sprechen. Nutzlos. Wir warten auf Ihre Nachfolgerin. Wieso auf Ihre Nachfolgerin? Ich habe Sie gebeten zu gehen. LZL Empfang, Marlene von Landstein. Was kann ich für Sie tun? Eine Sekunde, ja, ich sehe nach, ob sie im Haus ist. Ja, danke. Bärbel, hallo. Du, da ist ein Herr Schöneberg am Telefon. Er sagt, dass du seinen Rückruf erwartest. Okay, ja, dann stelle ich ihn gleich durch. Und falls wir uns nicht mehr sehen, dann mach's gut. Also mit dem Urlaubsstopp gehe ich ja mit, aber das ist doch noch kein Grund, Marlene dazu zu bringen, ihren Job zu kündigen. Es geht nicht anders. Nach der Trennung zusammenzuarbeiten, das hat nicht funktioniert. Wir leiden darunter und LCL auch. Rebecca, ich weiß, was zwischen euch vorgefallen ist, aber dir muss doch auch klar sein, dass Marlene so kurz vor der Präsentation nicht einfach zu ersetzen ist. Niemand ist unersetzlich. Ach. Na, wenn dem so wäre, hättet ihr jetzt wohl kein Beziehungsdrama, oder?
Na gut, aus dem Thema halte ich mich vielleicht besser raus. Am Empfang läuft von der Präsentation alles zusammen. Und ohne Marlene haben wir hier binnen 24 Stunden Land unter. Das muss dir doch auch klar sein. Los. Was los? Ja, wir gehen jetzt zu Marlene und du sagst ihr, dass sie bleiben soll. Vergiss es. Marlene, warte mal. Rebecca will dir was sagen. Ich glaube, zwischen uns ist alles gesagt. Hier ist übrigens mein Kündigungsschreiben. Meinen Resturlaub möchte ich nicht ausbezahlt bekommen, sondern nehmen. Was heißt, ich bin dann mal weg. Gib uns wenigstens die Chance, dir ein anderes Angebot zu machen. Das wäre uns sehr wichtig. Justus sagte mir, dass du zu LCL gefahren bist. Ja, ich habe angefangen, unsere Fotos zu entwickeln. Sind ein paar schöne dabei. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Wofür? Der Kuss vorhin. Das hätte nicht passieren dürfen. Beziehungsweise es war nicht fair, Tanja gegenüber. Dir gegenüber auch nicht. Und es tut dir alles schrecklich leid? Und du willst deine Beziehung zu Tanja nicht gefährden und deshalb willst du, dass ich ausziehe? Wie kommst du drauf? Ich bin doch nicht blöd, Sebastian. Es ist doch klar, dass Tanja will, dass du dich entscheidest. Würde ich genauso wollen. Ich will aber nicht, dass du gehst. Wir hatten es doch alles geklärt. Du bleibst hier bis zur Geburt des Kindes. Da war es alles noch einfacher zwischen uns. Ja gut, aber die ganze Situation ist doch nicht einfach. Frieda, wir bekommen ein Kind zusammen. Wenn du jetzt ausziehst, das ändert doch auch nichts an den Tatsachen, oder? Bitte lass uns das doch irgendwie gemeinsam hinkriegen, ja? Und was ist mit Tanja? Was? Tanja, das... Mach dir mal keine Sorgen, das ist meine Baustelle. Ach, Frau Schumann. Gute Nachrichten. Was? Haben Sie die Jungs in der Werkstatt bestochen, damit die schneller fertig werden und ich nach Irland verduften kann? Besser. Hier sind Ihre Arbeitspapiere. Sie sind frei. Das, was Sie jetzt eine gute Nachricht nennen, ist für andere Leute eine fristlose Kündigung. Unsinn. Für was für einen Arbeitgeber halten Sie mich denn? Ich habe das Vertragsende natürlich offen gelassen. Das können Sie selber eintragen. Aha. Ja, und zwar erst dann, wenn Sie einen neuen Job haben. Ich dachte nur, dann haben Sie schon mal alles zusammen für Ihre Bewerbungsunterlagen. Dann werde ich mich mal ranhalten, damit ich Ihnen nicht länger als notwendig auf der Tasche liege. So war das doch gar nicht gemeint. Ich bin manchmal ein bisschen ungeschickt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, was halten Sie denn davon, die neue Hausdame auf Königsbrunn zu werden? Also, ich habe gehört, dass da eine Stelle frei werden soll, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich... Ich aber. Ich habe auch schon mit Frau von Landstein gesprochen. Das haben Sie für mich getan? Ja, habe ich. Naja, Sie brauchen ja einen neuen Job, bei dem Sie ein bisschen besser verdienen als hier bei mir. Und die von Landsteins, die zahlen das gut. Außerdem habe ich auch was davon. Naja, Sie wären nicht ganz aus der Welt. Sie meinen wegen Tommy? Ja. Also, wir werden Sie alle sehr vermissen, aber vor allem natürlich Tommy. Und also, falls Sie mal Lust hätten, ab und zu auf Tommy aufzupassen. Oh, wahnsinnig gern. Also, ich meine, wenn das alles klappen sollte. Ja, also, mich würde es freuen. Ja. Marlene, ich kann nicht oft genug sagen, dass dieser Laden hier ohne dich, wie kann ich es charmant formulieren, am Arsch wäre. Und deswegen finde ich, sollten wir alle noch mal auf Anfang gehen und diesen Quatsch mit der Kündigung einfach vergessen. Wir haben alle unsere Gründe. Wir haben uns gefragt, ob du vielleicht noch bis nach der Präsentation hier arbeiten kannst und dann erst fliegst. Vorhin hast du mich doch noch gebeten, sofort zu gehen und gar nicht mehr wiederzukommen. Ja, das war vielleicht ein bisschen voreilig, weil wir müssten extra jemanden einarbeiten und es ist einfach einfacher, wenn du bleibst. Einfacher.
auch jetzt, wie ich das meine. Wäre schade, wenn die Präsentation darunter leidet, nur weil wir weiter nicht mehr miteinander klarkommen. Ich habe aber schon zugesagt, dass ich jetzt fliege. Dann mach das rückgängig. Das ist doch nicht so schwer. Ich möchte aber nicht absagen. Okay. Reisende soll man nicht aufhalten. Mach's gut. Moment. Ich wäre kein genialer Art Director, wenn ich nicht schon die perfekte Lösung für unser kleines Problemchen hier hätte. Wie wär's mit Bestechung? Ich verdopple dein Gehalt, was ich natürlich dir von der Gage abziehen werde. Und da ich ja an dieser Sache nicht ganz unbeteiligt bin, würde ich noch ein First-Class-Ticket nach L.A. mit draufnehmen. Massagesitze, 5-Sterne-Koch, super lecker. Netter Versuch. Aber ich denke, dass es für uns alle besser ist, wenn wir das Ganze jetzt und hier beenden. Tore, wir finden schon jemanden Kompetentes für die Stelle. Ja, ist ja auch wirklich keine Hexerei, das Telefon entgegenzunehmen und Anrufe durchzustellen. Du machst hier wesentlich mehr als das. Du bist hier nicht zu ersetzen, Marlene. Danke. Aber ich glaube, mit deiner Meinung bist du hier alleine. Viel Glück bei der Präsentation. Tanja, das klingt aber uninspiriert. Schlechte Laune? Könnte ich ja sogar verstehen, jetzt wo Frieda und Sebastian auch noch einen Sohn zusammenkriegen. Genau genommen stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie sich doch noch umentscheidet. Und ihre Karten sind eigentlich recht gut. Er hat sich bereits entschieden. Ja, wenn du einen zähen Überlebenswillen hast, sonst wäre er längst mit ihr zusammen. Ist er aber nicht, weil er mich nicht aufgegeben hat. Bist du dir da so sicher? Wie bitte? Naja, ich meine, du hast ziemlich lange im Koma gelegen. Und ehrlich gesagt hat niemand wirklich damit gerechnet, dass du jemals wieder aufwachst. Außer Sebastian. Das stimmt. Und deswegen hat er auch alles daran gesetzt, mir die Vormundschaft für dich zu entziehen, obwohl wir damals noch verheiratet waren. Hast du dich eigentlich nie gefragt, warum? Ich vermute mal, weil er wusste, dass du mir bei der erstbesten Gelegenheit den Stecker ziehst. Ich? Das ist ja interessant. Dann hat er dir es offensichtlich nie erzählt. Was genau? Diese Dimension. Wie soll ich mich denn da nur zurechtfinden? Sie müssen das ja nicht alles alleine machen. Sie haben Angestellte, Dienstmädchen, Putzfrauen. Die machen, was Sie sagen. Oh Gott, so ein normaler Haushalt ist ja kein Problem für mich. Aber das hier, Frau Schumann, Sie werden sich da schon eingewöhnen. Außerdem sind ja auch Frau Linse und Justus da. Die werden Sie schon einarbeiten. Frau Schumann, schön, dass Sie gleich gekommen sind. Ich muss mich bedanken, dass Sie gleich Zeit für mich hatten. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass ich wirklich noch nie so einen großen Haushalt geführt habe. Ach, bitte sehr. Man gewöhnt sich daran. Als ich hierher gekommen bin, habe ich auch gedacht, ich finde mich hier nie zurecht. Aber ich bin mir sicher, Sie werden das hinkriegen. Außerdem, Sie sind mir wärmstens empfohlen worden. Ach. Ja, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Also nichts als die Wahrheit. Ja, dann lasse ich Sie mal ein bisschen allein. Mal nicht jemand übertrieben hat. Nein, Herr Wolf hat sehr von Ihnen geschwärmt. Das kam von Herzen. Wirklich? Ja. Ich habe dich das nie gefragt, aber als ich im Koma lag, warum hast du die Vormundschaft für mich übernommen? Komm schnell darauf. Beantworte meine Frage. Es ging um eine Zustimmung zu einer Operation. Die Ärzte hatten sich sehr viel davon versprochen. Aber Ansgar wollte nicht, dass sie durchgeführt wird. Warum nicht?
weil es auch ein großes Risiko gab. Du hättest dabei sterben können. Ich war aber trotzdem der Meinung, dass du diese Chance gewollt hättest. Als die OP nichts gebracht hat, war das der Zeitpunkt, an dem ich die Ärzte aufgegeben habe? Aber Tanja, was soll denn das jetzt noch? Sebastian. Du bist aufgewacht, es geht dir gut. Ich will wissen, ob jemals die Frage aufkam, dass die Geräte abgeschaltet werden. Du hast aber abgelehnt, oder? Tanja, du hast da gelegen. Monatelang keine Regung gezeigt. Und alle Ärzte waren sich einig, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und du wolltest nicht länger warten. Ich wollte vor allem das Beste für dich und ich wusste nicht, was das Beste ist. Für dich. Und dann hatte ich einen Traum. Du bist mir erschienen im Traum. Und du hast gesagt, dass ich keine Angst haben muss, dass alles gut wird. Dass ich loslassen darf. Ich weiß doch, das Schlimmste für dich ist Abhängigkeit, wenn du nicht mehr selbst entscheiden kannst. Und das konntest du nicht. Du wärst dein Leben lang angeschlossen gewesen an diese Maschinen. Was ist dann passiert? Ich habe entschieden, die Maschinen abzuschalten. So weit ist es nicht gekommen, oder? Doch. Und ein paar Sekunden später bist du aufgewacht. Auch nicht so gut gelaufen. Vielen Dank jedenfalls, dass Sie sich für mich eingesetzt haben. Gern. Ich dachte eigentlich, Frau von Lahnstein gibt was auf mein Urteil. Tut sie auch. Ja, ich hab den Job. Wie? Ja. Was? Ich werde jetzt Hausdame im Schloss. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei Ihnen... Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für Sie. Entschuldigung. Marlene? Ja. Ach. Ich weiß, ich hätte dir das längst erzählen sollen, aber ich wusste einfach nicht wie. Danke, dass du jetzt ehrlich warst. Sag mal, zu dem Zeitpunkt war Frieda da auf Königsbrunn? Also, wart ihr zusammen? Tanja, bitte, du musst mir eins glauben. Mit dieser Entscheidung hatte sie nichts zu tun. Aber wenn ich nicht aufgewacht wäre, wärst du frei gewesen für ein Leben mit ihr. Du bist aber aufgewacht und ich bin jeden Tag dankbar dafür. Und trotzdem wünschst du dir, ich wäre ein bisschen mehr wie sie, weil dein Leben dann einfacher wäre. Ich wünsche mir, dass du bei mir bleibst. Und warum? Hast du ein schlechtes Gewissen oder ist es die Macht der Gewohnheit? Nein, verdammt nochmal, weil ich dich liebe. Ich habe dir gesagt, dass du dich entscheiden musst. Das habe ich doch längst getan. Dann zieht Frieda aus? Nein, ich habe sie gebeten zu bleiben. Aber das hat nichts mit uns zu tun. Wenn du das wirklich glaubst, Sebastian, dann machst du dir selber was vor. Ich werde jetzt meine Sachen packen. Ich brauche ein bisschen Abstand. Ich denke, das kannst du verstehen. Thank you.
Entschuldigung. Entschuldigung, das war meine Schuld. Ich, ist nichts passiert. Ich war in Gedanken und habe ich Ihnen wehgetan? Nichts passiert. Okay, ich mach das schon. Ich weiß auch nicht, ich bin manchmal einfach so ungeschickt und ich will nicht jemandem wehtun, aber dann sage ich irgendwas oder tue irgendwas Falsches und zack. Wissen Sie, was ich meine? Nein, aber danke. Ich wollte das nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Ja, Tanja von Lahnstein hier. Ich würde gerne die Präsidentensuite buchen. Aha. Irgendetwas Adäquates? Vollkommen ausgebucht wegen Messe. Ja gut, dann nicht. Hallo, Tanja, ich bin's. Ich, bitte ruf mich doch mal zurück. Ich wollte noch mal in Ruhe mit dir über alles reden. Ich liebe dich. Was ist los, Papa? So traurig wegen Marlene? Natürlich werde ich meine Große vermissen. Aber ich bin auch stolz, dass sie diesen Schritt wagt. Nein, es ist wegen Frau Schumann. Was? Ich dachte, die Spontankündigung von heute Mittag hätte sie den längst verziehen und du bist jetzt die große Held, weil du ihr den Job auf dem Schloss verschafft hast. Vielleicht ein bisschen zu sehr Held. Die wollte mich küssen. Oh. Jetzt mal nur zum Verständnis, war das so ein... Ich danke dir für den Job, Küsschen, oder? Ich konnte das Ganze in letzter Sekunde abbiegen. Aber die hat so komisch geguckt. So verklärt. Vielleicht bilde ich mir das Ganze auch nur ein. Also, das solltet ihr miteinander klären. Oh nein, das ist doch peinlich. Ja, aber wenn ihr das nicht tut, dann wird es immer zwischen euch stehen. Papa, dann wird's klemmig, das ist doch... Und was ist, wenn sie sich in mich verliebt hat? Wäre das schlimm? Na ja. Also ich bin zwar Witwer, aber nur weil jemand tot ist, heißt das ja nicht, dass man ihn nicht mehr liebt. Ja, das weiß ich nur zu gut. Na, du hast recht. Ich sollte mit Frau Schumann reden. Ja, Sebastian. Die Stellvertreterfrage, hast du darüber noch mal nachgedacht? Also ich mach das auf keinen Fall, Leute. Ja, dieses Management-Zeug interessiert mich nicht. Ich will kreativ arbeiten. Das ist aber sehr schade. Womit wir wieder bei Tristan wären. Ja, er ist fachlich sicher eine sehr gute Wahl, aber kannst du ihm vertrauen? Kannst du dich hundertprozentig auf ihn verlassen? Er muss ihm ja keinen Heiratsantrag machen. Er soll doch nur sein Stellvertreter werden. Das ist fast dasselbe, nicht wahr, Sebastian? Das ist es. Das ist es. Was? Wo willst du hin? Ich muss einen Drachen töten.
Namt. Namt. Sie packen? Ja. Frau von Lahnstein hat mir ein Personalzimmer im Schloss angeboten. Und das ist viel praktischer. Ich habe dann nicht mehr so weite Wege zur Arbeit. Und wenn Tommy jetzt in die Kita kommt, dann brauchen Sie mich hier ja sowieso nicht mehr. Ja, natürlich. Also, es tut mir leid, wenn ich Sie jetzt vertrieben habe. Ich wollte vorhin nicht so schroff sein. Ach was, nein. Sie haben mich ja quasi vor mir selbst gerettet. Sonst hätte ich noch... Emilio würde sagen, ich hätte mich noch komplett zur Burrito-Tasche gemacht. Hm. Na ja. Wobei ja gegen so ein freundschaftliches Küsschen nichts einzuwenden gewesen wäre. Emilio würde jetzt sagen, das war doch wohl der Plan, oder? Ja, das war der Plan. Ja, dann... Dann muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ich, Sie wollten nur nett sein und ich stoß Sie so weg. Wissen Sie, seit dem Tod meiner Frau ist... Ja, dann bin ich keiner Frau mehr so nahe gekommen, auch wenn das jetzt nur rein freundschaftlich war. Aber ich kann mit Nähe noch nicht so gut umgehen. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen. Gut. Ja, dann ist das ja geklärt. Ja. Freunde? Ja. Ja, Freunde. Sie gehören ja praktisch schon zur Familie. Sind Sie sicher, dass Sie wirklich aufs Schloss ziehen wollen? Also, wenn es um den Arbeitsweg geht, ich könnte Sie ja auch mitnehmen. Wir sind es ja praktisch Kollegen. Ich möchte Ihnen eigentlich nicht zur Last fallen. Ach, Unsinn. So ein Personalzimmer, das ist also in erster Linie praktisch für den Arbeitgeber. Ja, weil Sie jetzt ja dann jederzeit erreichbar sind. Also, reiner Eigennutz. Ja, und wenn einer in erster Linie davon profitieren könnte, dann wäre das Tommy. Also glauben Sie mir, der wird sich wirklich ein zweites Loch in den Bauch freuen, wenn Sie bleiben. Na? Und? Abgemacht? Ja, gut. Abgemacht. Marlene, wenn du das abhörst, dann bitte ruf mich zurück. Ich will dir unbedingt noch was sagen. Kim, hast du deine Schwester gesehen? Welche? Marlene sitzt im Taxi zum Flughafen. Fliegt sie heute Nacht schon nach L.A.? Sie hat mich gerade abgesetzt. Du meinst hier? Marlene ist noch hier. Bitte schön. Den habe ich nicht bestellt. Das ist von dem Herrn an der Bar. Denkst du, ein Glas Champagner bringt alles wieder in Ordnung? Nein, das denke ich nicht. Tanja, ich will mit dir zusammen sein. Aber ich kann und will Frieda auch nicht einfach so vor die Tür setzen. An dem Punkt waren wir schon. Frieda weiß, dass ich dich liebe. Das hat sie immer gewusst. Und du? Bist du dir sicher? Absolut. Und ich weiß sogar, diesmal werden Worte nicht ausreichen. Was ist das? Alice. Ich
Hiermit ernenne ich Sebastian von Lahnstein, Tanja von Lahnstein, zu meiner Stellvertreterin in allen Belangen, die Lahnstein Enterprises betreffen. Ist das dein Ernst? Vertreterin werden. Ich konnte nicht fahren. Nicht so. Ich weiß, es ist vorbei, aber ich möchte nicht, dass wir so auseinandergehen. Das möchte ich auch nicht. Ich wünsche dir alles, alles Gute für L.A. Danke. Ich muss los, ich verpasse meinen Flieger. Ja.